meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Dragon Ball Fan 91 und von eurem vielleicht größten Vegeta Fan, den ihr kennt. Meine Freunde, heute haben wir ein Unboxing von dieser Figur hier. Sie ist von der Banpresto World Figure Colosseum Reihe, BWFC, wie es hier oben steht. So sieht die Verpackung aus, so soll die Figur hier aussehen, wie sie hier abgebildet ist. Diese Frauen wollen was von Vegeta, aber werden ihn niemals abbekommen, weil er ist Bulma, sein Ehemann. Nee, Spaß beiseite, Freunde. Ich bin schon mega auf diese Figur gespannt, weil dieses Gesicht macht mich, um ehrlich zu sein, nicht gerade glücklich. Also, wenn er wirklich so aussieht, dann gute Nacht, Leute. Feierabend. Dann können wir ausschalten. Ich bin wirklich mega gespannt, deswegen will ich auch diese Figur gleich öffnen. So. Also das Gesicht ist wirklich auf den Bildern ein totales Fail. Darauf habe ich irgendwie nicht so wirklich geachtet. Ich wollte einfach eine Vegeta-Figur im Saiyajin-Rüstung oder in Saiyajin-Kampfausrüstung, genau. Und habe echt nicht auf das Gesicht geachtet. Also ich könnte jetzt echt wirklich richtig Depri werden. Gut, die Figur ist schon mal doppelt gesichert. Angeliefert wird die Figur als Ganzes mit einer Base und einer Halterung, damit er in der Luft steht. Ich würde sagen, ich packe das wie immer aus und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. So, meine Freunde, ich wurde halbwegs positiv überrascht. Also ich muss wirklich zugeben, dass sein Gesicht hier auf der Verpackung, und zwar so, wirklich schlimmer aussieht, als es in Wirklichkeit ist. Das geht noch, wenn man so ein bisschen vom Weiten guckt, sieht es wirklich noch aus wie eine Kampfstellung. Das war, wenn ich mich nicht irre, aber so müsste es auch sein, der erste Kampf gegen Son Goku auf der Erde, wo er mit Nappa kam. Die Figur an sich zeigt keine große, wie soll ich sagen, spezielle Ansichten, sage ich jetzt mal dazu. Also ist wirklich sehr schlicht gehalten. Hier so ein bisschen die Armmuskulatur wurde hier hervorgeprägt. Die Haare sind totaler Schrott, wenn ich ehrlich bin. Von der Qualität her ist sie gut, ist wirklich sehr stabil, aber ja, man hätte sich schon mehr Mühe geben können. Also hier einfach so einen riesigen Bollen drauf geballert. Wirklich, also, naja, Freunde. Geht auf jeden Fall besser. Ich wollte halt einfach einen Vegeta in Kampfanzug. Und wenn ich zum Beispiel diese Figur vergleiche mit der da hinten hier, die hat einfach vielleicht ein bisschen mehr als das Doppelte, vielleicht so 10, 20 Euro mehr als das Doppelte gekostet. Aber die gibt halt wirklich abgrundtief her mit den Details. Da kann so eine Figur nicht mithalten. Die hat, wenn ich mich nicht irre, keine 30 Euro gekostet. Ich glaube, für 28 Euro kriegt man die schon. Dann hat er hier ein Loch für die Halterung. Stecken wir das gleich mal rein. So. Und dann wird es hier aufgetragen. Und dann schwebt unser Vegeta in der Luft. Ich sag mal, so eine Figur kann man vielleicht so, damit es halbwegs cool aussieht, neben seinem Computer aufstellen. Oder weiß nicht so genau, wo kann man den aufstellen. Ja, in die Vitrine natürlich, aber so. Die ist halt recht klein. Also wenn die Figur so steht, ist sie 20 cm hoch. Die Figur an sich ist 16 cm hoch, vielleicht 15,5 sogar nur. Ja, doch eher 15,5 hätte ich gesagt. Und ja, Freunde, was sagt ihr zu diesem Vegeta? Also ich habe ihn mir echt nur bestellt, weil ich einen Vegeta in seinem blauen Saiyajin-Anzug von der Freezer-Zeit noch unbedingt haben wollte. Ich finde es einfach cool. Was sagt ihr dazu, Freunde? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt kommen wir gleich zur Bewertung. So, meine Freunde, bei der Bewertung wie immer vier Kategorien: Verpackung, Artwork, Preis-Leistung und Qualität. Wobei man beim Artwork bei mir bis zu 10 Punkte erreichen kann, aber diesmal werde ich ein bisschen hart bewerten. Es geht hier auch schließlich um einen Vegeta. Also die Verpackung war sauber, gebe ich ganz locker 5 von 5 Punkten, auch nichts mega Besonderes. Hat mir sogar eher ein bisschen Angst gemacht, das Gesicht auf der Verpackung. Dann beim Artwork, wo man bis zu 10 Punkte erreichen kann. Freunde, ich sag mal, was den Detailgrad angeht, hat man sich hier echt nicht Mühe gegeben. Ich gebe da echt nur 6 Punkte. Obwohl es ein Vegeta ist, also mit dem Vegeta-Bonus gebe ich da nur 6 Punkte, da ich wirklich, man hätte es wirklich einiges besser machen können, als das, was hier rauskam. Ich gebe da nur 6 Punkte, Freunde, bei der Preis-Leistung, also 30 Euro ist die Figur in meinen Augen nicht wert. Klingt schon fast wie eine Bewertung für eine Fake-Figur halber hier.
Aber naja, nur weil sie hier an der Rüstung ein bisschen so dran gedacht haben, sie kaputt zu machen und so. Nee, das reicht mir nicht. Beim Preis-Leistung gebe ich hier auch nur 4 Punkte. Bei der Qualität ebenfalls nur 4 Punkte. Also ist eine tolle Qualität, aber ist wirklich mega schlicht gehalten so. Deswegen kann ich da auch keine volle Punktzahl geben. Das macht von meiner Seite 19 Punkte, erreichbar wären gewesen 25. Es ist keine mega schlechte Figur, Freunde. Also wer unbedingt mega Vegeta-Fan ist und unbedingt alle Figuren haben will, kann sie sich ruhig holen. Ist aber kein Must-Have für mich. Also ich empfehle es auf jeden Fall nicht weiter. Gib das Geld lieber für eine andere Figur aus. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, Freunde. Das war's von meiner Seite. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne als Kommentar da lassen. Ich schaue sie mir auf jeden Fall an und beantworte sie auch sehr gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war wieder euer Dragon Ball Fan 91.